So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Show. Das Spiel heißt Grow Home, ist ein Spiel von Ubisoft, ist ein Indie-Spiel, kostet auf Steam gerade 7,99 € und wurde veröffentlicht am 4. Februar 2015. Ist also noch sehr neu und sehr frisch. Die Grafik bei dem Spiel ist gewöhnungsbedürftig, auf jeden Fall. Ist aber trotzdem sehr, sehr schön gemacht, muss ich wirklich sagen. Ich habe da 2 Minuten angezockt. Also mir hat es schon gefallen. Ich werde da kein Let's Play draus machen, sondern eher so ein kleines Let's Show, um mal zu zeigen, wie es funktioniert, was das Spielziel ist und so weiter. Wir spielen einen kleinen Roboter, der seine Welt retten soll, indem er auf diese Welt geht, wo wir gleich spielen werden, und dort sucht er die Sternenpflanze, die wir dann wachsen lassen müssen, um die Welt noch weiter zu erkunden. Und durch den Wachstum der Pflanze kommen wir immer höher. Die Welt, wo wir sind, besteht aus vielen kleinen schwebenden Inseln, und je höher wir die Pflanze züchten, umso höher kommen wir, und dadurch verändert sich auch die Grundgestalt der Welt, wo wir spielen. Also es ist ein sehr interessantes Spielprinzip. Ich habe es mal kurz angetestet. Macht auf jeden Fall Spaß. Es ist recht interessant und lustig. Wie vorhin schon im Titel zu sehen war, wird es empfohlen, es mit einem Gamepad zu spielen. Gut, wenn es empfohlen wird, mit einem Gamepad zu spielen, was bleibt mir da anderes übrig? Ich spiele es mit Maus und Tastatur. Leute, ich würde dann jetzt einfach mal sagen, wir starten ein neues Spiel. Ach ja, das Spiel ist komplett auf Englisch. Ich weiß nicht, ob ich das einfach übersetzen werde oder ob ich Untertitel reinpacke oder ob ich es einfach so lasse, wie es halt aktuell gewollt ist von den Herstellern. Aber ich würde sagen, wir starten einfach. Ja, möchten wir überschreiben. So, und da sind wir auch schon. Wir sind dieser kleine Roboter hier. Wir können unsere Arme getrennt voneinander steuern. Ich mache es mit den Maustasten. Linke Maustaste, linke Arm. Rechte Maustaste, rechter Arm. Unsere Power an sich ist gerade sehr niedrig. Die erhöhen wir durch Kristalle, die wir finden auf dieser Insel. Es ist wirklich eine sehr niedliche Grafik und das Spiel ist wirklich sehr friedfertig und so weiter, und er fliegt auch gerne mal auf die Schnauze. Das ist auch lustig. Grab with Mouse. Okay, das ist ein Kristall und den können wir anpacken und müssen den dann mit WASD aus dem Felsen ziehen, und dadurch haben wir jetzt okay, wir können noch springen. echt süß. Echt. Upsa. Okay, und wir können auch hochklettern durch halt. Wir können uns da halt festhalten. Dann mit der anderen Maustaste da festhalten. Und so weiter. Das Spielprinzip kennt man eigentlich schon von einigen Spielen. Ist halt ein Indie-Spiel, ist zwar von Ubisoft, ist aber trotzdem ein Indie-Spiel. Ich finde es aber total genial, dass die so ein Kram machen. Also es ist wirklich
interessant und wir probieren erstmal die Sternenpflanze zu finden und die eventuell schon mal zum Wachsen zu bringen, weil das ist eigentlich das Hauptziel, dass die Pflanze 2000 Meter nach oben wächst. Und ich weiß selber noch nicht, was wir dann machen müssen. Also ich lasse mich auch nur überraschen. Es wird mit Sicherheit nur ein sehr kurzes Let's Show, weil ist ein Indie-Spiel. Ich werde daraus mit Sicherheit kein Let's Play machen. Das oder eventuell doch, mal gucken. Oh. Das ist die Sternpflanze, die wir... die halt wachsen muss. Ich weiß, dass wir... können jetzt die Pflanze da uns quasi auf den Rücken schnallen und das ist dann quasi unser Fallschirm, der aber recht schnell kaputt geht. Wir gehen hier erstmal vorsichtig runter. Boah, ich sagte vorsichtig. Hui. Oh, da vorne ist noch ein Kristall, den nehmen wir auch mit. Ich glaube, ich beim ersten Anzocken nicht mitgenommen, weil ich nämlich schon gleich das Ding hier genommen habe. Und bin da unten geflogen. Da fallen auch die einzelnen Blütenblätter ab und dadurch sehen wir, wann das Ding denn den Bach runtergeht. Das geht recht fix, bis man unten ist. Dauert's ein bisschen. So, wir haben noch zwei Blütenblätter. Ist nicht allzu viel. Und das hier sollen, glaube ich, Schafe darstellen oder so. Na, was können wir mit denen denn machen? Ich habe mir das Schaf geschnappt. Komm mit. Komm mit, Schaf. Weiß nicht, ob wir dich gegen Kaktus schleudern können oder so. Nee. Naja, egal. Da vorne ist die Sternpflanze. Mal schauen. Ich glaube, da gehen wir jetzt mal als erstes hin. Was ist das hier für ein schönes Teil? Es soll ein Teleporter sein. Okay. Oh, wir haben den jetzt aktiviert. Anscheinend. Okay. Cool. Das habe ich beim letzten Mal auch noch nicht hingekriegt. Aber naja. Da vorne haben wir noch einen Kristall. Den schnappen wir uns jetzt auch erstmal ganz fixe. Boah, die Steuerung ist wirklich gewöhnungsbedürftig, muss man wirklich sagen. Halt. Huch! Kaputt hier gegangen. Ja, Geilomat. So, den haben wir jetzt auch, den Kristall. Dann schauen wir mal, wo wir lang müssen. Ich würde sagen, wir gehen einfach da mal hoch, oder? Macht, glaube ich, Sinn, wenn wir da jetzt einfach hochgehen. Oh! Geh weg. Geil ist das denn, ey. Das ist ja der Oberknaller. Oh, mal ein bisschen klettern hier. Noch so ein Kristall gesnackt. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Oh, da vorne ist noch so eine Pflanze. So, unser Fallschirm ist wieder aufgefüllt. Dann schauen wir mal. Ist das ernst? Du musst da doch nur rüberklettern. Ja, sobald wir runterfallen, ist das Spiel irgendwie so ein bisschen vorbei. Das geht recht schnell. Aufgrund der etwas hakeligen Steuerung. Vor allen Dingen mit Maus und Tastatur ist das ein bisschen creepy. So, was muss ich machen? Ach, Grow ist eh. Okay. Ah, guck mal an. Dadurch müssen wir dann... Ah, wie geil ist das denn? Ich glaube, jetzt habe ich das Spielprinzip verstanden. Wir müssen immer zu diesen
Arm gehen, den wir jetzt zum Beispiel da oben sehen. Und dadurch wächst die Pflanze und wir kommen immer eine Ebene höher. Sagen wir jetzt einfach mal hier rauf. Mal schauen, was uns da erwartet. Auf jeden Fall nur ein paar Blumen, das war's schon. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Halt! Oh. Okay, dann klettern wir jetzt von hier aus auf die nächste Ebene. Schauen, wie gut das funktioniert. Ist doch schon recht umständlich, aber macht Spaß, muss ich wirklich sagen. Es ist halt eine Herausforderung, die man sich schon mal geben kann. Ich meine, für 8 Euro ist das Spiel auch nicht gerade teuer. Ist ein Indie-Spiel, gut, ist von Ubisoft, man bezahlt also ein bisschen den Namen, ne? Und sonst ist das vollkommen okay. So. Ganz ruhig, Paula. Okay, die Pflanze ist... Wow, wir sind ja schon hier. Im Heimatland. Gut, die Pflanze ist bis jetzt nur... Boah. Das ist noch eine Menge Arbeit vor uns, merke ich gerade. Aber macht ja nichts. Nein! Boah. Das war knapp. Jetzt wackel da nicht so rum. Alles gut bei dir. gehen jetzt einfach hier mal so ein bisschen weiter. Ich würde gerne mich festhalten oder sterben. Da habe ich aber gerade im letzten Augenblick noch den Fallschirm gezogen. Himmelswillen. Naja, das ist in ungefähr das Spielprinzip. Ist echt lustig. Ich werde noch mal schauen, was dieser Teleporter hier macht. BSD zu navigieren. Okay, wo teleportieren wir uns jetzt hin? Bin gespannt. Zum Anfang. Ja, schön. Ja, das ist doch schon mal was. Wir müssen bis ganz da oben, ich glaube, bis zu dieser großen Insel, die wir da oben sehen, also. Da, wo er jetzt die beiden Arme hinschreckt. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem ersten Teil von diesem kleinen Let's Show. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Teil nochmal sehen würden. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.